Wir sind heute hier in Ehingen und hier ist jetzt das Eurer. Wobei, ich glaube, die beiden Osterhasen hinter mir, die können das viel schöner sagen. Wie heißt das? Eurer! So, und wenn Sie mir jetzt noch kurz erklären, was ist das genau? Eurer ist eine alte historische Geschichte. Eigentlich vermutlich der erste Flugwettbewerb in Deutschland oder Europa. Es geht auf das Jahr 1673 zurück. Und es ist eine historische Geschichte, wo der Herr von Späth im Zorn ein Ei zum Fenster rausgeschmissen hat, weil das Omelett verkorkst war. Und die Gemahlin und der Junge hat es an den Kopf nachgekriegt. Und die Frau, Friederike von Späth, die war natürlich stinkesauer und hat ihrem Mann verboten, das eheliche Gemach zu betreten, bis er es schafft, das Ei auf eine zivilisierte Weise zum Fenster rauszuschmeißen. Und er hat daraufhin gleich unterm Hauspersonal einen Wettbewerb gemacht und die Küchenmagd, eine gewisse Anna Behringer aus Griesinger, die hat der erste Wettbewerb gewonnen, indem sie in ihr Kittelschürze das Ei eingewickelt hat und zum Fenster rausgeschmissen hat. Und das machen die Kinder jetzt heute wieder genauso, wir oder? Wir haben den historischen Brief, in dem das festgelegt ist, den haben wir zufällig im Archiv entdeckt und dachten, das müssen wir wiederbeleben. Neben mir stehen jetzt zwei Piloten, und zwar einmal der Jonas und der Hannes. Ihr beide habt euch ganz besondere Flugobjekte ausgedacht, um euer Ei nachher sicher auf den Boden zu holen. Was habt ihr euch denn da aufgebaut? Also wir waren bei so einem VHS-Kurs und da haben wir erst am Anfang noch gelernt, wie das geht. Und jetzt habe ich wie so ein Flugzeug einfach gebaut mit großen Tragflächen und hinten noch so ein Heckruder. Und das Ei habe ich vorne in der Eierschachtel als Sitz dran. Und das Ei, das wird da vorne so richtig mit Gummibändern festgehalten, damit es nachher nicht rausrutscht. Ja, genau. Eigentlich hätte es ihm dann noch so ein angsteinflößendes Gesicht darauf malen müssen, damit man sieht, wie schockiert das Ei ist, wenn es da gleich runterfliegen muss. Und ich sehe, dein Ei, das hat eine Mütze auf. Ja, also hier ist eine Mütze mit zwei Ohren, die sieht man ja nicht. Dann habe ich unter zwei Löcher reingemacht, dass die Mütze auch schön hält und das Ei nicht rausfallen kann, wenn man es auf den Kopf dreht. Glaubst du, dass die Mütze nachher ausschlaggebend ist für den Sieg? Weiß nicht. Mal abwarten, ne? Wir sind jetzt wieder unten vor der Galerie und hinter uns hat sich jetzt schon ein Fenster geöffnet. Die Leute applaudieren schon. Gleich ist es soweit. Gleich werden die Kinder ihre Eier nach unten fliegen lassen. Es fehlt nur noch die Jury. Die kommt gerade an uns vorbei, hat dann noch so ein paar Blöcke mit Notizzetteln mit dabei, um nachher ihre Bewertung dort abzugeben. Und jetzt warten wir einfach mal ab, wann es soweit ist, dass die Kinder ihre Eier nach unten fliegen lassen. 3, 2, 1 und Abflug! Vorsicht, ihr Frauen! Vorsicht, ihr Kinder! Er fliegt! Aus der Flugbahn! Das nächste Flugschiffchen ist schon wieder bereit. Die Leute gucken alle nach oben und warten darauf, dass es nach unten fliegt. Jetzt will ich doch noch mal kurz wissen, warum ist das so faszinierend, da heute zuzuschauen bei dem Wettbewerb? Erstens finde ich sehr kreativ und ich habe vorhin die Rede gehört vom Herrn, dass es seit 350 Jahren eben auf eine alte Tradition zurückzuführen ist. Und dass man das wieder aufgegriffen hat, das finde ich fantastisch. Mit Kleinigkeiten wie eben einem Müllsack, ein Ei runterfiel, finde ich sehr interessant, wirklich super. Es geht ja nichts kaputt, das finde ich nicht spannend. Aber warum gucken Sie dann so fasziniert zu? Weil im Moment nichts anderes zu gucken gibt. Ja, das ist auch ein Grund. Wie gefällt Ihnen der Wettbewerb? Super, super. Also es leider geht nichts kaputt, aber fliegen tun sie toll. Besonders toll fand ich, dass der einzige Looping, der bisher geschafft worden ist, von einem Mädchen geschafft wurde. Ne? Ja, das ist besonders. Wir sind die Ingenieure der Zukunft. Und ab geht die Luzi. Das
letzte Flugobjekt ist jetzt gerade nach unten geworfen worden und hinter mir ist die Jury jetzt dabei zu entscheiden, wer heute der Gewinner ist. Sicherlich schwierig, denn so gut wie alle Eier sind heute heil nach unten gekommen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer hatte den kreativsten Einfall. Es gab Müllbeutel, mit denen Eier runtergeworfen worden sind. Es gab Raketen, es gab Flugzeuge, es gab Osterkörbchen. Und da müsste sich jetzt die Jury entscheiden, wer hatte die kreativste Idee und welches Flugzeug hatte die schönste Bahn, die es geflogen ist. Ein Salto gab es. Es gab ein Flugzeug, das so richtig schön perfekt vor der Jury gelandet ist. Vielleicht gibt das da ja ein paar Pluspunkte. Wir werden sehen. Die Jury berät ja jetzt gerade und du musst jetzt darauf warten, bis die Entscheidung gefällt wird. Bist du aufgeregt? Nicht so. Nicht so? Warum? Glaubst du, hast du ein ganz gutes Gefühl bei deinem Flug? Oder? Vom Flug her schon, ja. Mhm. Aber ich weiß ja nicht. Was wär's denn, wenn du den ersten Platz machen würdest? Wäre schon toll. Weißt du denn, was du gewinnen würdest als Platz 1? Nee. Ich glaube, das hat. Also, ich habe was gehört von wegen Flug mit dem Heißluftballon. Wird dir das gefallen? Ja. Endlich, nach fast einer Dreiviertelstunde Beratung, ist die Jury endlich zu einer Entscheidung gekommen. Und wir warten jetzt mal ab, wer auf Platz 1 kommt, wer den Ballonflug nun tatsächlich gewinnt. Und der Gewinner dieses ersten Ehinger eurer Wettbewerbs heißt Jonas Kunzelmann. Gratulation allen Siegern und Teilnehmern. Hättest du gedacht, dass du heute gewinnst? Eher nicht, nämlich der Hannes, mein Freund, der, dem sein zwar ja auch ziemlich gut, ja, und deshalb dachte ich eher nicht. Ja, ja, wir sind auch ganz begeistert. Also es war ja wirklich ein Risiko und ein Wagnis, das zum ersten Mal zu machen. Und wir sind also richtig überwältigt. Das heißt, nächstes Jahr wird es wieder gemacht? Natürlich, natürlich. Die Kinder werden wieder mit eingebunden mit einem kleinen Gestaltungswettbewerb, so wie wir es dieses Jahr gemacht haben, mit den kleinen Terrakotta-Hasen. Und da freuen die sich in der Schule richtig. Wir hatten es vorhin in unserer Eröffnungsrede erwähnt. Und es wird nächstes Jahr auch wieder so sein. Und unter einem neuen Gestaltungsmotto. Aber es wird wieder das zweite Ehinger Eura geben.